Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von GeoVegaster weltweit mit No Move, No Pan, No Zoom. Ab starten wir rein. Und sehen als erstes Bild. Oh, ein rotes Häuschen. Interessant, aber das lockt einem nur auf die falsche Fährte, weil das ist USA. Ja, der Skandinavien-Bait. Manchmal hat man den tatsächlich, wenn man nicht gerade noch ein Auto oder sowas dazu sieht. Und da würde ich einen ganz klassischen in die Nähe von New York-Tipp machen. So zwischen New York, Philadelphia irgendwo rein. Damit fährt man relativ safe, weil die Nachbarschaft sieht schon so ein bisschen danach aus, nach der Richtung. Hätte auch in Richtung Chicago sein können, aber diesmal lagen wir richtig. Sogar 31 Kilometer, das ist echt... Puh. Also für USA-Verhältnisse ein richtig, richtig guter Start gewesen. Das hier, ja gut, das sieht wie ein Feld aus, was auch hier sein könnte. Da hinten hat man auch Windräder, die so ein bisschen noch hier aussehen. Also vermutlich Richtung Frankreich. Das ist nur noch die Frage, in welche Richtung wir da am ehesten tippen wollen. So auf Höhe von Süddeutschland, bloß halt in Frankreich. Irgendwo, wo nicht viel ist. So, bisschen unterhalb von Paris, mal gucken. Ja, okay. War ein bisschen westlicher, aber 68 Kilometer war das zweite richtig gute Guess. Also 4770 Punkte wieder mitgenommen. Der Start schmeckt, könnte man sagen. Oh Gott, okay. Das sieht nach... Ja, eher amerikanischen Autos aus, aber die Landschaft, die ist gerade ganz, ganz strange. Boah. Also es ist ja schon eher mit dem Pelmchen da auch so und so ein bisschen nadelig. Also wenn wäre ich da bei der Westküste eher. Aber so ultra trocken ist es ja trotzdem nicht. Oder dann doch eher Richtung Florida? Nee, eigentlich nicht. Es müsste schon eher Osten sein, oder? Westen, sorry. Habe ich vorhin auch Ostküste gesagt? Wenn ja, dann tut's mir leid. Ich meine Westküste die ganze Zeit. Aber, so, also ich bin nicht wirklich überzeugt davon, aber ich habe jetzt gerade keine andere Idee, deswegen gehen wir mal hier so außen hin, an die Halbmondbucht. Weil es ist ja schon so ein Buchtending. Oder vielleicht Richtung Los Angeles mehr? Nee, komm. Man bleibt beim ersten Bauchgefühl. Das eigentlich auch nicht da ist, aber das finde ich wirklich schwierig, das Bild. Ach du Kacke, okay, scheiße. Also Neuseeland, ey. Oh. Hätte man da mal irgendwo jemanden rumfahren sehen? Hat man jemanden rumfahren sehen? Ich hoffe nicht. Ja, vielleicht hat man da eine Verkehrsinsel erkennen können. Nee, das kann man auch nicht wirklich sehen. Ja, dass die halt links fahren, wäre so eine ultra wichtige Info gewesen. Aber ich hätte auch mal nach der Sonne gucken können. Wobei, nee, ging ja nicht. Ich kann ja nicht umgucken. Ach, kacke. Ja, das war bitter. Neuseeland, ey. Oh. Da ist man halt dann auch richtig weit entfernt. Okay, das sieht auch schwierig aus. Bei Tapu. Hua, Mai Hua. Das könnte... Ha. Wir können mal so ein bisschen gucken. Also es sieht ja schon so nach Südostasien aus. Ob man da vielleicht irgendwas, was so ähnlich klingt, findet. Wie dieses Tapua Mai Hua. Vielleicht ist das irgendwie eine... Also ich denke jetzt nicht unbedingt, dass es ein Stadtname ist. Da unten haben wir noch Gai Knat oder so ähnlich. Aber vielleicht ist irgendwas davon ja ein Hinweis. Ja, gucken wir da mal so ein... Oh, okay. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus, würde ich fast sagen, hier. Oh, guck mal, da heißt sogar was Hua. Mai Hua, Tap Hua haben wir hier aber stehen. Und da ist Tui Hua. Okay. Ich würde aber jetzt einfach mal tippen, dass wir dann mit
Vietnam richtig liegen. Ist bloß die Frage, ob ich hier noch irgendwie was, das Tap Hoa oder Mai Hoa finde. Tan Hoa, ach man. Ja, es kommt halt auch drauf an, wie groß das ist, ne? Bei Hanoi ist halt Hauptstadt. Da ist halt vielleicht nicht schlecht, wenn wir da in der Nähe irgendwo bleiben, wenn es schon überall verteilt welche gibt. Das kann halt auch einfach der Name von einem Stadtteil sein im Zweifel. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob man das so direkt finden kann. Ja, die Küste ist halt so ewig weit und überall gibt es diese Hoa-Teile. Da ist noch Ninh Hoa. Warum auch nicht? Ah, oh, das ist schwierig. Ich meine, ja, irgendwo muss ich mich halt für entscheiden. Aber mit dem Land sind wir halt schon richtig. Hier hat es halt echt viele Hoas an der Stelle. Aber ich würde dann vielleicht doch eher Richtung Hanoi gehen, oder? Einfach so auf den Saven Vibe fahren. Ja, komm. Ich habe jetzt lange genug gesucht. Ich glaube nicht, dass ich da noch was finden werde. Ich zoome nochmal bei Hanoi rein, falls man das da irgendwo stehen sieht, irgendwo in der Innenstadt. Aber nee. Machen wir einfach mal. Also, scheiße. Ah, nee, es ist gar nicht Hanoi. Es ist Haiphong oder so ähnlich. Ja, okay. Schade. Aber mit Hanoi wären wir minimal näher dran gewesen. Aber ja, gut, macht jetzt nicht so den Unterschied. 148 Kilometer ist okay. Aha. Das sieht extrem trocken aus. Man sieht leider wieder kein Auto irgendwo rumfahren. Die Sonne kann man jetzt auch nicht hundertprozentig einschätzen. Wenn die links im Bild ist, könnt ihr schon eher fast nördlich stehen, oder? Ist auf jeden Fall am Meer. Also haben wir eine Küste. Dann ist jetzt die Frage. Ich habe zwei Kandidaten, sag ich mal. Wobei vielleicht sogar drei, aber ich würde. Ja, nee, ich würde sagen zwei. Die erste ist, es ist irgendwas Australisches. Ein zweiter Kandidat wäre tatsächlich wieder USA oder Südamerika, bin ich mir aber nicht sicher. Dafür ist es nicht ganz trocken genug, oder? Da wäre es ja eher ein bisschen wüstenartig. Also ich wäre entweder, ja komm, wir nehmen Australien, da erinnert es mich jetzt am ehesten dran. Aber schwierig. Wenn dann wahrscheinlich eher wieder was Ostküstenmäßiges. Weil ist das da so trocken? Ja gut, so ultra trocken ist es ja auch nicht. Es hat ein paar grüne Stellen. Sollen wir Richtung Sydney oder Melbourne? Ich gehe mal Richtung. Okay. Never mind, es wäre tatsächlich diesmal Westküste gewesen. Ja, wenn ich so ans Hollywood-Sign denke und an die Hügel, die da so davor sind, dann kommt das tatsächlich auch hin von der Landschaft. Es war so ein Vorliegerinselchen. Naja, da hätte ich halt safe nicht drauf getippt, aber. Ja, wobei, das hier hinten, das könnte halt das Festland sein, was man da vielleicht so in der Ferne noch sieht. Ja, gut. Schwierig, schwierig, schwierig. Naja. Dann gucken wir uns mal die Gesamtpunktzahl an. Ja, war eine mittelmäßige Runde von der Gesamtpunktzahl her. Wir hatten zwei sehr gute Guesses, einen guten Guess und zwei richtig schlechte. Ein Wechselbad der Gefühle, das hoffentlich bei euch auch Unterhaltung ausgelöst hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss.